Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Never Ending Nightmares. Ja, im letzten Part ist mir leider irgendwie der eine Teil von der Festplatte voll geworden. Deshalb ist es irgendwie jetzt abrupt dann abgebrochen. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie nicht drauf geachtet, ich habe irgendwie die falsche Festplatte ausgewählt. Ja, jetzt sind wir hier und machen auch weiter. Würde ich mal sagen, es läuft alles wunderbar. Sind wir hier? Hier geht's aber nicht weiter. Ich würde eigentlich den Part so lang machen, bis der Albtraum so fast zu Ende ist. Also, weil ich denke mir, dass der bald zu Ende ist. Ich weiß es nicht. Aber was soll's. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich schlafen gehen, aber das Spiel fesselt mich gerade so. Bis halt irgendwann ein Clown kommt. Wenn dann ein Clown kommt, ist es vorbei. war mir da eben nicht. Moment. Ich glaube, wir sind gerade nochmal zurückgelaufen. Ne? Ja, wir hätten weiter nach links gehen müssen. Es ist gerade jetzt nur nicht mal eine Minute her. Und ich weiß, ich wusste jetzt gerade schon nicht mehr, wo es weitergeht. Ist cool. Ja, hör auf zu blinzeln. Ihr seid gruselig. Wir waren doch eben schon mal in so einem Raum, oder? Sind wir jetzt wieder hier? Sind wir wieder hier? Oder nochmal hier? Weil das war doch eben schon mal, oder? Die gleiche Stelle. Ah, Puppe. Puppe. Nee, das ist nicht die gleiche Stelle. Außer es kommt jetzt noch so ein... Ups. Da habe ich mich etwas erschrocken und ich habe sie nicht gesehen. Upsi. Ja, ich sollte mal etwas besser da unten achten. Nicht nur oben, sondern auch unten. Weil da unten hat sie gestanden, die kleine Göre. Ja, ich gehe mal ein bisschen nach unten. Da die. Was haben die dann für eine Reichweite? Also, die haben so kleine Händchen. Und könnte ich dann so greifen? Ob ich jetzt irgendwie so. Ja, ist egal. Okay. Da hätte ich eigentlich das gar nicht zeigen müssen. Weil das wäre jetzt spätestens hier, wäre es jetzt eh passiert. Ja, Puppe. Da oben die Puppe. Da unten die Puppe. Von unten alle Puppen. Yeah. Da kommen, irgendwann kommen noch die ganze Puppenarmee auf uns zu. Wie es hier schon aussieht, ist es schon die ganze Puppenarmee. Lass mich raten, jetzt laufen die auch welche. Nein! Nein, ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Spätestens dort hätten wir mitbekommen, was die Puppen machen. Hätten wir es gar nicht zeigen müssen. Naja, was soll's. Sind wir dann halt viermal bei den Puppen gestorben. Ist doch egal. Ist auch schön, wenn man den Darm aus dem Bauch gerissen bekommt. Braucht man keine Sorgen zu machen, dass man Hunger bekommt. Oh, hey Schwesterherz. Ich mach nichts. Es ist schon vorbei? Es ist vorbei? Listen, bla bla bla. Aber was? Hä?
okay, wir haben jetzt, und das ist jetzt der fünfte Part. Ja, der fünfte Part. Das war jetzt, ja, eine knappe anderthalb Stunde. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Also ganz ehrlich, für, okay, ich sage, es ist cool gemacht, also es ist wirklich geil gemacht und sowas. Aber für 14 oder geschweige denn, wie gesagt, 15 Euro? Ist das Spiel verdammt kurz. Okay. Also wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, also... Das Spiel, also ich bereue es nicht, das Spiel zu, nicht, besser gesagt, ich bereue es nicht, dass ich das Spiel gekauft habe, so ist es nicht. Aber... Okay, das ist echt... Das hat mich jetzt echt gewundert. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, oh, passiert jetzt mit der Schwester noch irgendwas? Hätte ich eigentlich noch weitergehen können? Das weiß ich jetzt nicht. Da sind so viele Leute, die da irgendwie... Was? Ich kann jetzt nicht erkennen, aber jetzt momentan keine erkennen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt noch weitergehen konnte. Also, nee, der ist ja automatisch zu der Schwester hingegangen. And all other supporters. Dankeschön. Hab ich gern gemacht. Der Albtraum geht weiter? Ah, es gibt noch drei andere Sachen, oder was? Okay, das da war ja das, das. Okay. Moment, jetzt muss ich mal was gucken. Auswahl Albtraum. Der Albtraum beginnt vor dem Sturm. Verlorenes Kind. Wahnsinn. Spielereien. Träume auf Abbiegen. Okay, mir hätte da oben... Da gibt es noch drei Sachen. Aber was habe ich dann verpasst? Okay. Extras. Gibt es da irgendwas Extras? Mit wegen zu den... Ups. Ich glaube, jetzt gehe ich gerade aus dem Spiel raus, oder? Oder auch nicht. Ja. Also anscheinend gibt es irgendwie noch drei Albträume, Kapitel, also... Und ich gucke jetzt gerade... Also sind jetzt knapp 10 Minuten, ne? Das ist ja... Ich guck mal... Irgendwie, wie ich in das andere, in die anderen Kapitel reinkomme. Und würde dann sagen, die anderen drei Sachen machen wir dann auch noch. Ich gucke, dass ich die irgendwie dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann da bin oder sowas, dann anfange. Dass wir halt dann nicht alles irgendwie nochmal gucken müssen oder so. Also wie gesagt, wir gucken, dass wir das irgendwie noch machen. Ich gucke, dass ich da hinkomme. Und mach das dann halt. Das Spiel war ja vorbei anscheinend jetzt da so, ne? Und das mache ich dann halt als Bonus-Parts. So gesagt, das sind ja dann noch drei. Ich weiß nicht, ob ich das dann in eins hinkriege oder ich gucke, dass ich das irgendwie zusammenschneide, dass das dann ein Part wird. Muss ich gucken. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr das haben möchtet, ich mach's. Ich verlinke. Ja, gut. Entweder guckt ihr bei Steam. Oder ich verlinke irgendwie die Hauptseite von dem Spiel. Guckt auf Steam. Wie gesagt, wenn ihr es selbst spielen wollt, spielt selbst. Es ist auf jeden Fall geil. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Die Atmosphäre, besonders mit den Kopfhörern, das System mit den Kopfhörern, dass dann irgendwie links dann irgendwas kommt und dann irgendwie nach rechts rüber geht. Das ist schon cool gemacht, also das muss ich zugeben. Jo. Also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Jetzt haben wir schon ein Spiel von den dreien, die ich im Petto habe. Ich glaube... Okay, das mache ich jetzt heute nicht mehr. Sonst kann ich gar nicht schlafen. Also gut, schlafen kann ich jetzt eh, aber wenn ich das andere anfange, kann ich nicht schlafen. Ich glaube, wenn das jetzt... Das sind jetzt 4 Parts, 5 Parts, das ist jetzt... Amnesia, also jetzt heute kommt der...
Also, wo ich jetzt aufgenommen habe, das ist der Montag. Das ist jetzt der vorvorletzte Part von Amnesia rausgekommen. Also morgen, also Dienstag und Mittwoch, also der 30. und der 1. Oktober, da kommen halt noch die zwei letzten Parts von Amnesia. Aber wenn ihr das da eh seht, wenn ihr eh das seht, ist es eh schon lang vorbei. Also der erste Part von dem kommt dann am Donnerstag, aber das, wie gesagt, wenn ihr das da schon gesehen habt, habt ihr schon die anderen Teile auch gesehen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich mich dann an Pioneer Drive trauen. Obwohl ich mich eigentlich die ganze Zeit versucht habe zu drücken, aber es bleibt nichts aus. Ich muss da durch, ich mach's einfach halt und ja. Mehr als mir in die Buchse. Ja, ihr wisst schon, ne? Kann eigentlich nichts passieren. Oder das vom Stuhl fallen, dann hat er ja auch Spaß, wenn ich irgendwie vom Stuhl falle und dann irgendwie da liege und nichts mehr machen kann. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Also, wie gesagt, wie bei jedem Ende vom Spiel, sage ich auch mal, also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch von mir sehen wollt, welche Spiele. Es gibt ja noch ein paar verschiedene. Ich guck mal, ob ich da irgendwie noch welche rausfinde. Das sollte ja nächsten Monat, genau, am 17. Oktober kommt ein Spiel raus. Das werde ich aber nicht auf dem PC spielen, sondern auf der PS4. Ich muss aber gucken, ob ich das Let's Play oder nicht. Weil am 17. Oktober, kommst du am 17. Oktober? Ja, also am 17. Oktober kommt Evil Within raus. Und ich muss mal gucken, ob ich es Let's Play, ob ich es mit der PS4 das mache oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, wenn es rauskommt, wenn es draußen ist, gucke ich es. Es kann auch sein, dass ich es ein paar Tage früher bekomme, je nachdem. Ich habe es mir vorbestellt. Es ist immer so manchmal, dass es dann einen Tag oder sowas früher da ist. Und da gucke ich mal, ob ich es dann aufnehme. Also ich versuche es mal irgendwie. Ich habe ja die Capture Card und alles Mögliche. Das ist ja mit der PS4 dann kein Problem. Und dann gucke ich dann halt, dass ich dann irgendwie das dann Let's Play oder so. Man muss gucken. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.